endlich im Gleichgewicht, wie es sein sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wiegand-Video. Es soll diesmal auch wieder um Schwerter gehen. Allerdings um Schwerter, die aus einer Periode stammen, die man eigentlich gar nicht mehr so richtig als Mittelalter bezeichnet. Denn das Mittelalter ist ja, je nachdem, wen man fragt, so circa 1500 vorbei. Und Schwerter wie diese sind 100 Jahre jünger, also so in etwa aus dem Jahr 1600. Trotzdem interessiert mich mal, wie es dazu gekommen ist und vor allen Dingen, wie man sie nennt, denn ich habe beim letzten Video über Filme gesprochen und da gibt es die bekannten Mantel- und Degenfilme und das heißt, solche Schwerter werden da als Degen bezeichnet. Und ein ähnliches Schwert wie dieses, wobei das natürlich die Schaukampfausführung ist von Fabri Amorum oder Jerzy Grondak. Aber ein ähnliches Schwert wie dieses liegt in der Sammlung Baumann in Rothenburg ob der Tauber. Wenn die Museen wieder aufmachen, kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, der sich für Schwerter interessiert. Eine der schönsten und größten, umfangreichsten Sammlungen mittelalterlicher Waffen, die ich kenne. Und also für Schwerterfans eine Riesenfundgrube. In jedem Fall gibt es oder gab es einen Ausstellungskatalog zu dieser Ausstellung. Ich glaube, dass der vergriffen ist. Ich würde mir wünschen, dass der wieder aufgelegt wird, am besten überarbeitet. Ich würde mich sogar ehrenamtlich dafür zur Verfügung stellen. Also nur für den Fall, dass jemand aus Rothenburg zuhört. Aber egal. Also jedenfalls in einem dieser Ausstellungskataloge wird ein solches Schwert bezeichnet als Reitschwert, Deutsch, Ende 16. Jahrhundert. So in etwa steht es dabei. Und Fabri Amorum verkauft das hier als Rapier. Da frage ich mich doch, wie denn nun Reitschwert, Rapier oder Degen? Wie soll ich das denn jetzt nennen? Zunächst mal für die, die es besonders genau nehmen, was ich hier anhabe, ist auch nicht mittelalterlich. Es ist, sagen wir mal, an die Renaissance angelehnt oder an die Mode der Renaissance angelehnt. Also es soll ein bisschen zu dem Thema passen und ja, es ist keine genaue Rekonstruktion, diese Weste hier und auch das Hemd nicht. Nur für die, die es jetzt besonders genau haben wollen. Also kommen wir mal zur Entwicklung dieser ganzen Bügel und des Korbes, den wir da gesehen haben. Das beginnt mal damit, dass wir noch im 14. und 15. Jahrhundert die klassische Kreuzform eines Schwertes haben und natürlich ist es so, dass die Parierstange nicht für die gesamte Hand Schutz bietet. Klar, es kommen ein paar Schläge von oben und hier wird auch meine Hand ein Stück weit geschützt. Aber eine Möglichkeit ist es natürlich, einen Handschuh zu nehmen. Einen Rüsthandschuh, wenn man so will. Einen Stahlhandschuh, der diesen Schutz übernimmt, aber die Dinger sind teuer und sie müssen unbedingt richtig passen. Das heißt, ich brauche dann auch einen Schmied, der mir das sozusagen maßgenau herstellt. Für die meisten ist das keine gute Alternative. Viele können sich das gar nicht leisten und es ist auch nicht sehr praktikabel. Dazu kommt,
Der Stahlhandschuh ist relativ schwer und manche Techniken lassen sich damit auch nicht so gut ausführen. Eine zweite Möglichkeit ist die, einen Buckler zu nehmen. Der Buckler war sehr beliebt und man kann ihn fast wie einen Korb zum Schutz der Schwerthand einsetzen. Und der Buckler hat dann auch eine Entwicklung genommen. Es gibt zum Beispiel solche sehr, sehr, sehr kleinen, fast spielzeugartigen Faustschilder, die wirklich so eine Art Gefäß bilden. Mit denen kann ich natürlich die eine und sogar die andere Hand mitschützen. Und doch ist es ein bisschen umständlich. Ich brauche eben dieses zweite Gerät und es kann auch nicht jeder so gut mit dem Buckler umgehen. Und wenn ich jetzt hergehe und will zum Beispiel ein solches Schwert eher als Stoßschwert benutzen, dann will ich außerdem möglicherweise meine Hand etwas anders halten. In dem Fall zum Beispiel so, dass ich den Finger über die Parierstange lege. Und der ist jetzt nun wirklich gefährdet. Wenn jetzt ein Hieb von oben kommt, dann ist der Finger ab, gar keine Frage. Also kann ich schon im frühen 15. Jahrhundert die ersten Fingerringe sehen. Zum Beispiel in Norditalien werden Schwerter mit solchen Fingerringen hergestellt. Und ein Ring hier, ein Ring dort. Manchmal habe ich auch einen Ring horizontal. Ähnlich wie bei diesem linke Handdolch. Hier kann man das sehen. Hier haben wir einen Ring horizontal, der im Grunde auch die Knöchel schützt vor dem Hieb, der von oben kommt. Und wenn ich diese Entwicklung weitersehe, dann komme ich zu dem, was die Engländer Sideswords nennen. Das ist, wenn man so will, eine Vorform vom Rapier. Ich habe das auch schon übersetzt gesehen, das klingt aber sehr holprig. Seitschwert ist eigentlich keine gebräuchliche Übersetzung. Genauso wenig wie man ein Arming Sword als Bewaffnungsschwert übersetzt. Das klingt einfach komisch. Und ich habe auch in einem früheren Video, als es um Schwerttypologien geht, ich werde es hier in den Kommentaren verlinken, habe ich auch schon erzählt, dass es eigentlich im Mittelalter gar nicht so viele unterschiedliche Bezeichnungen gab, sondern man in der Regel einfach Schwert gesagt hat. Also das ist ein Schwert und das ist ein Schwert und das ist ein langes Schwert. Aber sowas wie Seitschwert, Einhandschwert, Bastardschwert, das sind Bezeichnungen, die relativ modern sind, relativ neu sind und die einfach unserem Bedürfnis entspringen, ein bisschen mehr zu kategorisieren. Im Prinzip das, was ich heute mache, ist ähnlich, also schauen wir mal, ob sich das, was ich eben gerade vorstellen will, sich überhaupt in eine Kategorie pressen lässt. Wenn man sich jetzt fragt, wie man hier denn reingreifen kann, ist das denn nicht scharf? Schneide ich mir da nicht selber einen Finger ab? Nein, interessant ist nämlich, dass die Schwerter dieser Zeit jetzt plötzlich ganz unterschiedlich geschliffen werden. Ich habe im unteren Teil eine sogenannte Fehlschärfe, auch Ricasso genannt. Das kann eine Handbreit sein, das kann bis zu einem Viertel der ganzen Schwertklinge umfassen. Dieser untere Teil wird gar nicht geschliffen. Warum? Weil es nicht nötig ist, weil ich mit diesem Bereich sowieso nicht schneide. Und ich habe das tatsächlich schon gesehen, dass es jetzt einen Bereich gibt von dieser Fehlschärfe über das nächste Drittel der Klinge, wo wir eine sogenannte Beilschärfe haben. Das heißt, hier wird die Klinge nur so geschliffen, dass sie in etwa die Schärfe einer einfachen Axt hat, was vollkommen ausreicht, wenn ich beispielsweise vom Pferd aus mit Wucht einen Hieb führe. Das, was mit so einer Schärfe ankommt, ist trotzdem scharf genug, um eine böse Verletzung zuzufügen und trotzdem habe ich beim Parieren weniger Schaden in der Klinge. Und nur das vordere Drittel oder sogar nur ein Viertel wird wirklich scharf geschliffen.
Und wir haben bei den Seitschwertern zum Teil sogar den Fall, dass die Rückseite der Klinge gar nicht geschliffen wird, bis zu etwa dem Viertel oder einem Drittel des oberen Bereichs. Nur hier wird geschliffen und auch die vordere Seite wird geschliffen. Das heißt, wir haben es mit Seitschwertern zu tun oder später auch dem Haudegen, die einfach nicht über die gesamte Klinge geschliffen werden. Wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass man Teile der Klinge schonen will, denn eine sehr, sehr dünne Klinge, natürlich eine rasierklingenscharf geschliffene Klinge, ist anfällig für Schaden. Und außerdem hat man jetzt auch andere Fechttechniken, wo ich auch mal die Hand davor halten kann, zum Beispiel für Bohrschwerter, zum Beispiel für das Halbschwertfechten oder für Techniken, die man eben mit dem langen Schwert einsetzen kann, wo ich die Hand einfach an der Klinge habe und dort auf eine bestimmte Weise pariere. Also tatsächlich werden die Klingen auch jetzt ganz unterschiedlich geschliffen. Man kann diese Schwerter, man kann auch diese Fechttechniken sehr gut sehen in den zeitgenössischen Fechtbüchern. Besonders bei Joachim Meyer sehe ich genau diese Vorformen vom Rapier mit den einfachen Bügelsystemen. Ich kann das mal hier zeigen. Und hier haben wir ein sogenanntes Astknaufschwert. Übrigens kein Schaukampfschwert, sondern ein Original. Dieses Astknaufschwert ist im Süden Deutschlands und in der Schweiz Mode. Das hier ist vermutlich in Passau gefertigt oder in der Gegend um Passau. Ist jedenfalls in der Expertise so angenommen und wir haben diese wunderschönen Abschlüsse, die eben so ein bisschen an Knoblauchknollen erinnern oder eben an irgendwelche Äste. Deswegen Astknauf. Und übrigens gibt es dazu auch wiederum eine einseitig geschliffene Version, die wird Schweizer Säbel genannt. Denn zu dieser Zeit sind die Schweizer Söldner besonders berühmt in halb Europa. Sie haben die Habsburger besiegt und sie werden gerne auch auf den Schlachtfeldern in Europa als Söldner angeworben. Man nennt sie Reisigen oder eben Landsknechte auch. Und hier kann man auch auf zeitgenössischen Abbildungen sehen, dass also Landsknechtsführer zum Beispiel, Joachim Fröhlich, genau solche Schwerter tragen. Gut, kommen wir zurück zu unserem Ursprungsproblem. Wie heißt denn das Ganze jetzt? Hier habe ich von einem Schwert gesprochen und ich denke, da wird mir jeder zustimmen, allein schon wegen der Breite der Klinge. Als ich dieses Schwert zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das ist ein Reitschwert. Also ein langes und breites Schwert dieser Art ist einfach typisch vom Pferd geführtes Schwert. Klar kann man das auch als Fußsoldat benutzen, aber für einen Fußsoldaten bietet sich an einfach was Leichteres. Bleiben wir mal bei den Schweizern. Hier taucht nämlich beispielsweise der Begriff Degen auf. Ein Schweizer Degen, wenn ich danach google, finde ich aber was vollkommen anderes, nämlich ein Dolch, einen langen Dolch mit einem ganz bestimmten Gefäß. Also wer sich mit der Renaissance beschäftigt, der weiß sofort, was ein Schweizer Degen ist. Hier zeige ich mal einen. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass das Wort so eine Ähnlichkeit mit dem englischen Dagger hat. Dagger, englisch für Dolch. Und Degen ist einfach auch erstmal ein Dolch. Und wenn der Dolch länger wird und diese schmale Klinge behält, dann ist es fast schon ein Kurzschwert.
Und dann haben wir es immer noch mit dem Degen zu tun. Und das Wort verändert sich irgendwann, bleibt aber gebräuchlich für ein relativ kurzes Schwert mit einem Korb oder einem Bügelsystem. Wenn ich im englischen Sprachgebrauch und auch bei den Franzosen und Spaniern gucke, gibt es das Wort Degen aber gar nicht. Alles, was irgendwie mit Bügeln daherkommt, wird dort Rapier genannt. Also wenn ich bei einem englischen Schmied nach einem Rapier gucke, finde ich eben das, was man hier auch Degen nennt. Während der Dagger der Dolch ist. Was wird dann hier Rapier genannt? Eigentlich ist das Rapier zunächst mal das fast schon überlange und besonders schmale, dünne Stoßschwert. Aber auch hier gibt es eine Begriffsverwirrung. Also das entwickelt sich bis zum 19. Jahrhundert dann zu einer Bezeichnung für stumpfe Übungswaffen. Und dann gibt es natürlich noch die Bezeichnung Degen im modernen Sportfechten. Und hier ist es ganz klar festgelegt, wie schwer, wie lang ein Degen ist. Es gibt ja die drei Waffen fürs moderne Sportfechten. Das leichteste ist das Florett. Die mittlere Waffe ist der Degen, mit dem ich dann auch eine etwas andere Kampftechnik anwenden darf. Und das schwerste ist der Säbel. Klipp und klar festgelegt, im olympischen und im modernen Sportfechten, wie diese Waffen auszusehen haben. Aber das hat mit den historischen Degen eigentlich gar nichts mehr zu tun, außer dass halt eine Klinge und eine Art von Korbgefäß da ist. Ich habe mich überhaupt bisher noch nie zum modernen Sportfechten geäußert. Vielleicht werde ich das in einem gesonderten Video irgendwann mal tun. Interessant finde ich es schon. Mit dem historischen Fechten hat es aber meiner Meinung nach nicht sehr viel zu tun. Wir werden das irgendwann mal klären, was da sozusagen von den historischen Quellen und vom echten Schwertkampf noch übrig ist und ob es überhaupt was damit zu tun hat. So, und jetzt sind wir eben tatsächlich genau bei dem Problem, es gibt keine echte Regel. Es kommt einfach darauf an, wo ich nachlese, was ich nachlese. In englischen, französischen oder älteren deutschen Quellen oder modernen deutschen Quellen, die Begriffe gehen wild durcheinander. So, ich will dann einfach mal meine Typologie dazu nehmen. Das ist also meine ganz subjektive Geschichte, nachdem ich ganz, ganz viele Sachen gelesen habe. Bitte seht das aber als subjektiv. Es gibt einfach genügend Experten, die auch andere Begrifflichkeiten verwenden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich sage es nur mal einfach, wie ich es nehmen würde. In dem Moment, wo eine Klingenlänge 90 cm nicht überschreitet, so wie hier, hier habe ich eine Klinge von knapp 89 cm, also 88,5 hat die. Das ganze Schwert ist 1,8 Meter lang. Würde ich es Degen nennen. Wenn die Klinge breiter ist als 3 cm, wird es zum Felddegen. Und wenn es nur einseitig geschliffen ist, wird es zum Haudegen. Dann würde ich es Haudegen nennen. Also einseitig und auf der Rückseite eben vielleicht ein Viertel oder ein Drittel wird auch noch angeschliffen. Das wäre typisch für einen Haudegen des 16., 17. Jahrhunderts. Also, das hier ist tatsächlich ein Degen. Wenn Fabri Amorum das als Rapier verkauft, ist das aber selbstverständlich auch in Ordnung. Das ist im Sprachgebrauch von vielen gerne auch Rapier genannt. Nochmal, für mich ist es ein Degen. Wenn die Klingenlänge 90 cm überschreitet und schmaler ist als 3 cm, dann ist es ein typisches Stoßschwert und dann nenne ich es Rapier. Gleiches Bügelsystem, gleicher Korb, aber eben längere und schmalere Klinge. Ein Stoßschwert mit schmaler, langer Klinge ist für mich ein Rapier. Und wenn die Klinge breiter ist
als 3 cm, so wie hier. Hier ist er fast 4 cm breit und lang genug. Dann ist es ein Korbschwert. Hier würde ich nicht mehr von einem Rapier sprechen, denn das Schwert ist definitiv nicht nur für den Stoß gedacht, sondern hauptsächlich für den Hieb vom Pferd aus. Und außerdem ist es viel zu massiv und viel zu wuchtig für ein Rapier. Die Fechttechniken von einem Rapier kann ich hiermit auch kaum umsetzen. Also die typischen Stoßtechniken, die ich beim Rapier eben einsetzen würde, sind hiermit fast nicht möglich. Das wird ganz anders eingesetzt. Typisch für das Fechten mit dem Rapier oder mit dem Degen ist eben zum Beispiel, dass ich den Degen und einen linke Handdolch, das ist übrigens ein dazu passender linke Handdolch, wie man sieht, die beiden gemeinsam einsetze. Und man sieht übrigens jetzt schon, hier habe ich einen Zeigefinger im Ricasso unter dem Fingerring, denn hier habe ich eine ganz andere Kontrolle beim Stoß. Also ich kann die beiden zusammen einsetzen oder wenn ich eben keinen linke Handdolch habe, kann ich auch einen Mantel nehmen, der mir meinen linken Arm schützt und mit dem ich mich ein Stück weit verteidigen kann und den Degen dazu. Und dann sind wir tatsächlich genau bei dem Begriff vom Anfang, beim Mantel- und Degenkampf oder Mantel- und Degenfilm. Ich kann den Mantel natürlich umhängen, aber ich kann ihn auch beim Kampf benutzen. Also, anders gesagt, Mantel und Degen ist gar nicht falsch. Im Gegenteil, das bezeichnet im Grunde sogar eine ganz besondere Kampftechnik. Und wenn ich aber Rapier sagen will, dann ist es auch in Ordnung. Wie gesagt, für mich eher für das lange und sehr schmale Stoßschwert. Und wer Korbschwert sagen will, liegt auch nicht falsch. Damit denke ich, haben wir es geklärt. Und ich hoffe, es hat auch euch ein bisschen mehr Klarheit verschafft. So, jetzt mal eine Frage von mir. Ich habe schon um die Jahreswende im letzten Jahr gesehen, dass es ein neues Spiel gibt. Ein PC-Spiel namens Hellish Quad. Das besonders was für Schwerterfans ist. Meine Frage an euch, interessiert euch das auch? Es soll rauskommen 18. oder 20. Februar. Ich werde mir es ganz bestimmt installieren und auch anspielen. Also interessiert euch das? Soll ich vielleicht mal meine ersten Erfahrungen damit teilen? Bitte schreibt es mal in die Kommentare. Und falls nicht, dann finde ich ganz bestimmt ein anderes Thema, das euch interessiert. Also für heute, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich habe noch nie das Wort Hautdegen mit einem Degen in Verbindung gebracht. Ach so, nur mit dem Typ, der so ein Hautdegen ist. So ein Hautdegen. Also nochmal.